ich bin Spamma, eure Hairstylistin. Ich habe heute was ganz Tolles für euch. Schaut einfach zu. So, wir machen heute einen seitlichen Zopf. Auch sehr schlicht, das kann man im Alltag tragen oder auch abends. Ich teile mir die Haare zurecht, wie ich das vorne schön finde. Ich finde das hier seitlich locker schön. Das habe ich so mit den Fingern einfach abgeteilt. Und jetzt teile ich die hier im Oberkopf ab. Es geht einfach nur darum, dass der Hinterkopf nicht platt ist. Und deswegen ist das wichtig, dass man den Teil immer vorher abteilt, bevor man einen Zopf macht. Den Teil toupiere ich dann. Und das auch, aber hier leichter, dadurch, dass das sauber aussehen muss. So, das reicht dann auch schon. Und was zu unordentlich ist, kann man nochmal mit dem Stiel ordentlich kämmen, zurecht stylen. Und so sieht man von der Seite, dass es nicht platt ist, sondern so einen leichten Bogen hat. Dann binde ich die Haare zusammen. Ich schaue mir das von vorne an. Hier lasse ich auch gerne noch eine Strähne raus. Bewege mich etwas zur Seite hin. Ich nehme mir hier noch eine Strähne. Damit ich den Zopfgummi hier verstecke, flechte ich das und wickel es rum. Ich nehme so einen kleinen Gummi und mache das hier rum. Dann öffne ich die Haare hier in der Mitte. Wickel das um, die Strähne mache ich dann hier so durch, am besten vielleicht so mit einer Hand und zwei Fingern, dann kann man das hier so greifen. Und dann kann man das auch wieder so ein bisschen zupfen, je nach Geschmack. Ich bin ein Fan davon. So, und dass man hier den Gummi nicht sieht, nehme ich wieder eine dünne Strähne und flechte das. Und dasselbe mache ich nochmal, weil ich finde es schöner, wenn davon zwei passiert sind. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir doch einfach eure Meinung und wir sehen uns das nächste Mal. Danke fürs Zusehen.